Ich muss mir ein anderes T-Shirt gleich anziehen. Aber das ist ja kein Problem. Denn ich habe ja neue T-Shirts in Merch Shop. Okay, nein. Ey, was war das für ein Übergang? Das war jetzt Übergang. Ich muss dir gleich was dazu. Ich muss kurz ein neues T-Shirt anziehen. Ich muss mal ganz kurz ein neues T-Shirt anziehen. Einen Moment. Ja. Okay, er ist weg. Ich bin nackt! Ich bin nackt! Zeig deinen Busen. Ich bin fucking nackt! Oh nein, ich bin nackt, Leute. Oh mein Gott! Ich bin nackt! Ich bin nackt. Ihr habt Angst. Oh je. So. Ich habe keinen Achselschweiß mehr! Okay. Kurze Info. Es gibt neuen Merch. Und zwar rechtzeitig für die Gamescom, wenn wir uns auf der Gamescom treffen. Bringt Merch mit. Digga! Für das Kitsch! Nein, also ungeshop.de gibt es auf jeden Fall neues Merch. Da kommen wir gleich nochmal zu. Oh mein Gott, Leute. Ihr wollt nicht unter meine Achseln gucken. Ich bin übelkrank verschwitzt gerade. Und willkommen im Club. Wer braucht denn Merch? Da braucht er wohl. Neues Merch! Für dich, UVTV! Gönn dir, Bruder, ich schick dir eins. Gib Adresse. Ich hab ne bessere Tutorial. In 30 Minuten besser aussehen. Ich sag euch, wie ihr in einer Minute besser aussehen könnt. Ihr geht auf ungeshop.de, holt euch das neue Unge-Merch und zieht es an. Ich sag euch, ihr braucht ja eine Minute zum Anziehen. Fertig. Stellt euch vor den Spiegel. Bombe. Sieht einfach nur gut aus. Oh ja, seit heute. Also an alle Leute jetzt mal Real Talk, an alle Leute, die Bock haben. Es gibt drei Motive, die wir gebastelt haben. In den letzten Tagen, in der letzten Woche haben wir sehr stark dran rumgebastelt. Und wir dachten, wir basteln noch was Cooles für die Gamescom, weil da wird es ja einige Zuschauertreffen geben, falls Leute von euch Bock haben und auf der Gamescom sind oder auch einfach so. Haben wir einfach ein paar coole Sachen gemacht. Und wir haben halt zwei Sachen mit einem dicken Motiv mitten drauf gemacht und noch eins, wo so ein bisschen dezenter ist für Leute, die Bock haben. Also alle Leute. Hat Sabine das gemacht? Das hat alles Sabine gemacht, ja. Zeig mal deinen Fuß, Sabine. Ja, nice, Alter. Ach so, du hast auch Merch an? Ja. Du musst näher kommen. Ja. Okay. Ist das ein Girly Shirt oder ein Man-Shirt in S? Das ist ein Man-Shirt in S. Es gibt auch Girly Shirts. Also das haben wir einmal als Motiv, wo einfach nur der Umriss drauf ist und halt einfach der Schriftzug, aber so in zwei verschiedenen Farben. Ich wollte jetzt sicher die Boobs was. Entschuldigung. Bruder muss los. Man kann als Mädel auch ein Man-Shirt tragen, aber es gibt auch ein Girly-Shirt. Dann ist aber das Shirt, was ich jetzt gerade anhab hier. Einmal nur sozusagen die Cutlines ausgeschnitten. Dann gibt's das Shirt, wo ich schon übelst reingesweatet habe, wo das Logo auf invertiert. Ich brauch's euch gar nicht hier zu zeigen. Ich kann euch das auf der Webseite zeigen, kurz. Da ist das Logo hinten, also dieses Unge-Logo ist invertiert hinten drauf. Und vorne steht ja Moin drauf. Dann ist hier einmal dieses Cutline in weiß mit schwarzen Sachen oder in schwarz mit weißen Sachen oder einmal eben mit diesen zwei verschiedenen Farbtönen. Also, nur zur Info, das ist mein Tutorial in nur einer Minute besser aussehen. Wenn ihr mich noch außerhalb des Streams supporten wollt, wenn ihr uns auf der Gamescom treffen wollt oder was auch immer, der Merch-Shop ist online! ungeshop.de. Schaut gerne rein, ob euch was gefällt. Wenn ihr irgendwas euch bestellt oder so, schreibt es auf Twitter. Twitter, Leute. Ist besser als Facebook. Schreibt es auf Twitter oder Instagram. Ich werde es mir reinschauen, ich werde es liken, falls ihr Bock habt. Der Merch ist wirklich cool. Also ich bin sehr, sehr happy damit. Und wenn ihr Bock habt, schaut rein.